Hey Leute, herzlich willkommen zu Rum and Gun. Das ist eine Mischung aus einem Action-RPG mit dem entsprechenden Loot und einem Shooter, Schrägstrich Twin-Stick-Shooter, so die Richtung. Es soll aber auch so Nahkampf-Builds geben, die anscheinend funktionieren sollen. Das Ganze gibt es für 4 Euro auf Steam, befindet sich noch im Early Access und das Szenario sollte klar sein, es geht hier um Piraten. Ich habe das noch nie gespielt, wir spielen das mal und ich hoffe, das gibt so viel dafür her, dass sich das Let's Play hier dafür auch rechtfertigen kann. Gut, starten wir mal ein neues Abenteuer. Und ja. Wie nennen wir uns denn? Das Abenteuer nennen wir mal wildfremd. Wir sind männlich. Drunken Sailor. I'm a pirate. Bring me my brown pants. Okay. Okay, der Schwierigkeitswert vom Entwickler gespielt. Alles klar. 75%, 75%, was haben wir denn hier? Recommended for Madmen, alles klar. 130% Enemy Damage, 130% Enemy Health, plus 2 Loot Level. Okay, ich nehme erstmal, wir starten erstmal in der Mitte. Aber ich werde da schon so ein bisschen stutzig, wenn da steht Played by the Developer. Das scheint nicht normal im Sinne von normal zu sein, das scheint schon ein bisschen normal im Sinne von schwer zu sein. Aber gucken wir mal, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Wir können uns mit WASD bewegen. Kann ich denn irgendwie... Gut, ich kann damit nur angreifen. Was haben wir denn hier? Wir haben Rum gefunden. Damit können wir uns heilen. Gibt uns auch Ausdauer. Alles klar. So. Charge machen wir, wenn wir in die Richtung... Ach, du willst uns hier gleich angreifen. Erstmal hier rumtrinken. Komm her, du. So, dann machen wir auch mehr Schaden. Oh, das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, vor allen Dingen mit dieser Steuerung. Ja, gut, das ist klar. Ist auch klar, ist auch klar. Das war jetzt auch klar. Gut. Da haben wir Krabben. Und wir haben jetzt eine Pistole. Da unten haben wir die Leiste, wo unser Gunpowder angezeigt wird, wie viel wir davon noch haben. Was sollte denn jetzt da die Leiste? Moment, das muss ich mir gleich mal alles durchlesen, wenn die hier tot sind. Beides gleichzeitig geht nicht. Spielen und das da rechts lesen. Mit R können wir nachladen. Ah, okay. Müssen wir. Ach, dafür ist das. Damit laden wir dann schneller nach, wenn wir es treffen. Das ist richtig cool gemacht, dass das so interaktiv ist. Mit der Leertaste können wir dodgen. Und wir können gedrückt halten, dann fängt er an zu sprinten. Das ist echt cool, dass so viele aktive Elemente hier mit drin sind. Also nicht nur durch die Gegend laufen und rumballern. Gut, wir haben da auch eine Minimap. Die Frage ist jetzt, aber mit Leertaste laufen, ja, das muss ich vielleicht nochmal ändern. Was haben wir denn hier? Ist aber auch ein bisschen schwierig mit dem Nachladen, wenn man WASD drückt und dann soll man noch R drücken im richtigen Moment. Kann ich hier... Oder kann ich die Kiste kaputt stechen? Nein. Gibt das hier Munition? Hier waren ein paar Münzen. Aber ich würde gerne erst nochmal da unten gucken. Ich hätte ja lieber Schiff zum Rennen. Das gefällt mir schon richtig gut. Schon direkt am Anfang.
Das ist zwar mehr so, ja, mit WASD-Steuerung, so mehr so ein Twin-Stick-Shooter, vielleicht so ein bisschen die Richtung, wenn man das so sagen kann. Hä, kann ich? Nee, kann ich nicht, aber euch kann ich. Das ist ja eigentlich eher nicht so meins, so Fernkampfklassen. Ich brauche eigentlich immer irgendwie Schwerter. Oder Dolche oder Äxte, irgendwie sowas in der Richtung. Können wir scheinbar auch stunnen. Da hat er mich jetzt... nachladen, ja, nachladen, perfekt. Ach, das ist hier wahrscheinlich, kriegen wir da Pulver durch die Kiste. So. Ja, alles klar. Also man kann sich auch nicht direkt wieder wegbewegen. Wenn er so nach vorne charged mit einem Nahkampfangriff, dann dauert das einen Moment, bis man sich auch wieder... Er kann sich jetzt ganz langsam zurückbewegen. Also da muss man schon richtig aufpassen. So. Einmal schießen, einmal zustechen. Riesenkrabbe. Kann reflektieren. Das ist ja tatsächlich so echt mit den Gegnern, Action-RPG-mäßig. Das ist ja schon mal super. Und auch Szenario mit Piraten. Es ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber bin ich schon auf jeden Fall nett gemacht. Gut. Einmal nachladen. Ich bin mal gespannt. Neue Waffen, Bomben. Ja, Bomben sind gut gegen große Gruppen und gegen gepanzerte Kreaturen. Aber die können uns auch verletzen. Die können nicht reflektet werden. Gut, mit den Tasten können wir durchschalten oder mit Mausrad. Mit Tab haben wir dann hier das Waffenrad. Ich glaube, ich mache das dann mit 1 und 2 und 3. So, wenn ich die jetzt hier auswähle mit 2 und ich schmeiß dir mal da eine an den Kopf. Oh ja, das haut auf jeden Fall rein. Bam. Das haut schon rein. So, einmal machen wir das noch und dann können wir jetzt eigentlich schon wieder wechseln. Oh, da haben wir eine Waffe gefunden. So, dann würde ich doch gerne, wird uns das gleich noch so ein bisschen erklärt hier mit den unterschiedlichen Waffen, also mit dem Inventar und so. Dann würde ich jetzt nämlich erstmal warten. Wow, bist du riesig. Riesenkrabbe weggebombt. Ich muss auch ein bisschen mir das merken, weil da steht 0, 1, 2. Ich denke immer 1, 2, 3, aber nein. Wo sehen wir denn? 20 von 20 haben wir dann im Magazin. Da haben wir auch schon ein Item gefunden. Ich gucke jetzt einfach mal. Mit ihm müssen wir ins Inventar kommen. Jawohl, was haben wir denn hier? Broken Flask. Plus 20% Rum Shield. Ja. Das Ausrüstungsmenü ist ja auch sehr interessant. Dann müssen wir die halt austauschen. Genau. Hier kriegen wir mehr Leben mit. Das ist schon mal ganz okay. Hier machen wir mehr Schaden mit. Und können wir den Gegner nicht mit stunnen, aber Bleed ist da mit drin. Und das können wir jetzt, glaube ich, noch nicht ausrüsten, oder? Nee. Moment, was steht hier? Right-Click. Moment. Ich brauche Gold, um das anziehen zu können.
Das ist ja interessant. Alt und Klick, damit können wir die Sachen verkaufen. Das ist super. Das ist so gut, dass man da nicht zum Händler braucht. Das ist wirklich, wirklich eine super Sache. So, ich würde gerne sagen, man heilt sich auch nicht sofort, sondern wir müssen halt schon direkt über Zeit und da dürfen wir auch nicht getroffen werden. So wirklich. Beziehungsweise wir bleiben dann auch stehen, können dann nichts mehr machen. So, die Kleinen kann ich hier auch so erledigen. Ich brauche noch ein MG. Hallo, ich habe doch... Habe ich nicht? Gut. Ja, mit I können wir das Inventar aufrufen. Ja, die Sachen dann ausrüsten. Ah ja, eher drücken, wenn der grün ist. Also bei mir war der grün. Oder kriegen wir auch noch Besuch? Kundschaft! Ja, das ist halt gar nicht mal so einfach, wenn ich da die ganze Zeit auf den Gegner gucke. Wow, ja gut, das wird auf jeden Fall noch lustig werden. Jetzt habe ich wieder zu früh gedrückt. Okay, das könnte echt noch lustig werden. Oder ich baue mir wirklich ein mit hier Säbel. Kann ich denn die Dinger hier kaputt machen? Nein. Auf jeden Fall haben wir hier was eingesammelt. Ja, hier gibt es eine Menge Fabeln. Ja gut, sonst steht da jetzt auch nicht mehr. Hat mehr Rüstung und ist feuerresistent. Ich finde das ja so cool, diese ganzen Effekte in so einem... So ein bisschen so ein Twin-Stick-Shooter standardmäßig und dann noch so ein Piratenszenario. Das ist ja schon richtig, richtig cool. Da haben wir schon wieder so ein Vieh. Da haben wir auch noch so ein Vieh. Ich würde gerne einmal hier. Bam. Bam. So, einmal wegbomben. Die Bomben sind halt echt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube auch, die muss man dann öfter benutzen. Oder zumindest wäre das, glaube ich, sinnvoll. Was war das denn da jetzt unten? Perk gibt's für ein Level-Up. Leben. Wenn wir für 10 Sekunden nicht verletzt wurden, wehren wir den nächsten Angriff ab. Du willst mir doch hier auf die Pelle rücken. So. Preparations. Waffen laden automatisch nach, wenn man außerhalb des Kampfes ist. Gut, das ist nett, aber so wirklich sinnvoll ist das nicht. Weniger Selbstschaden, 25% und Team Damage. Also ganz ehrlich, dann nehme ich hier erstmal Leben. Was passiert denn, wenn ich... Ah, wir können Ignore machen und bekommen das für die nächsten 5 Level nicht angezeigt. Das ist ja auch eine interessante Idee, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir nehmen mal hier mehr Leben. Wir sammeln aber das direkt schon komplett ein. Also sollte ich das vielleicht auch erst einsammeln, wenn ich ein bisschen weniger rum habe. Hallo? Doch, du triffst, aber ich höre manchmal nicht so ein Hitgeräusch. Ich habe wieder richtig gedrückt. Mein Gott! So. Hat Stun-Chance. Okay. Alles klar. So. Was haben wir denn hier noch? Das können wir jetzt ausrüsten. Das kostet uns 26 Gold. Mehr Base-Damage. 2%. Ja gut, am Anfang sind diese Prozentwerte, wenn das nur so 2-3% Werte. 2-3% sind sowieso relativ egal. Mehr Rüstung. Mehr gedropptes Gold. Ja. Ja.
Also gut, das ist kaufen im Sinne von identifizieren. So. Also es ist im Prinzip identifizieren, bloß hier heißt es dann kaufen. Ah, wir können ihm da aber auch schon ein Gut mitgeben. Steht denn dabei bei dem Säbel hier, wie viel Schaden ich mache, wenn ich den da so ancharge? Oh mein Gott, was ist das denn alles? Perks. Das ist das und das ist das Optionsmenü. Okay. Oh, das ist ja super. Aber ich bin wirklich mehr für so Nahkämpfe. Also ich spiele in solchen generell in Action-RPG spiele ich auch nie irgendwie großartig Fernkämpfer. Vielleicht mal Magier, eventuell, aber generell eigentlich immer Nahkämpfer. Gut, wir können jetzt sind jetzt hier fertig. Ja, Captain, Gott sei Dank lebst du. Captain Kraul, der krault immer. Uns voraus. Ja gut, so eine typische Piratenstory. Hier haben wir noch was zu lesen. Was haben wir denn hier? Torn Journal Page. With follows them to the island. Kraul gathered a whole fleet. Okay, Kraul ist scheinbar unser Konkurrent hier oder unser Feind. Gut, dann kriegt man noch so ein paar Informationen drumherum. Die Sachen muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht aufheben. Können wir das Inventar wieder leerräumen? Ich finde das auf jeden Fall auch ganz gut, dass zum Beispiel dieser Rum als Heiltrank nicht das Inventar so blockiert. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich hab mich gerade schon erschrocken, weil die so auf mich zukam. A Fiddle. Okay. Wir machen also Musik. Das hier ist unsere Kiste. Und wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Ja, und wie mache ich das? Use a fiddle to heal your followers. Okay. Ah, gut. Mit F. It attracts items and heals your followers. Wir brauchen Rum dafür, dass wir Musik spielen können. Ja, das ist super. Das ist ja echt super. Ach, ich muss nicht gedrückt halten, sondern drückt F und dann spielt er automatisch die ganze Zeit weiter. Alles klar. So, hier haben wir unsere Kiste, die müssen wir dann, können wir noch erweitern. Ist bisher ziemlich begrenzt alles. Und was das hier angeht, da haben wir nochmal Rum. Ja, gut, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge. Es hat schon ein paar ziemlich coole Ideen und ist halt auch sehr zugänglich, generell so was benutzerfreundlich auch angeht. Ich versuche auf jeden Fall zu gucken, dass ich mir irgendwas mit Nahkampf zusammenbaue, weil die Schießen, Treffen ist jetzt nicht so meins auf Distanz. Da unten liegt noch eine Goldmünze. Die nehme ich natürlich auch noch mit. Haben wir denn hier... Das ist Absicht, dass das hier unten so abgeschnitten ist, ne? Das ist Absicht, okay. Damage, ja. Wo sehe ich denn? Ich bin über oben rechts. Oben rechts ist groß angezeigt das Gold, das wir haben. Alles klar. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Das macht schon mal auf jeden Fall sehr viel Bock. Kostet auch gerade mal 4 Euro. Und wenn ihr, glaube ich, ein ziemlich cooles Spiel unterstützen wollt, ist das doch eine super Idee. Auch wenn das schon, glaube ich, jetzt seit, ich weiß es nicht, 2 Jahren in Early Access ist. Aber es ist schon, das macht schon Laune. Vor allen Dingen, das ist mal eine frische Idee so ein bisschen. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video und mit mir. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.